Ho, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den Klettermax nennen, wenn ihr wollt, denn ich erklettere diesen Todesberg bis zu seiner maximalen Höhe. Und ich muss sagen, der Weg erscheint mir länger, als er mir das letzte Mal erschien. Es geht wirklich sehr lange nach oben, aber wir müssen halt irgendwie nach oben ankommen, wa? Und ach nee, ich will gar nicht hier rüber. Na gut. Oh, kommen da nur Steine raus oder kann ich da rein? Ich glaube, da kommen nur Steine raus, hä? Ich probiere es mal eben. Nee, da komme ich nicht rein. Da muss ich ein bisschen aufpassen. So. Also die Stelle war im Originalspiel überhaupt nicht gefährlich. Jetzt ist sie todesgefährlich. Todesberggefährlich sogar. Ja, hätte ich dagegen schlagen können. Ja, das Herz hätte ich mir auch sparen sollen. Wir versuchen mal. Hilfe. Okay. Wir versuchen mal da ganz vorsichtig uns hochzuarbeiten. Puh, hier kommen ganz viele gleich raus, aber ich muss natürlich alles ganz brav untersuchen. Ah ja, natürlich, nämlich wegen solcher Dinge. Da ist ein blödes Monsterherz, das bringt dir nichts. So, aber sie sind ja relativ berechenbar, diese Felsen, deswegen... Okay. Mann, das kostet so viel Energie, daneben zu schlagen. Das kostet mich Kraft und Ego. Okay. Aber wir haben es nach oben geschafft. Wir könnten uns jetzt da in die Mitte reinfallen lassen. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Vermutlich schon. Denn das hier sollte nur der normale Weg weiter sein. Wir sind jetzt nämlich an Heras Turm angekommen. Wir werden uns jetzt einfach mal... wir werden uns einfach mal das Ding hier holen. Und dann können wir uns nach ganz oben teleportieren. Ein neuer Wetterhahn wurde auf die Karte eingetragen. Ja, möchtest du das Spiel speichern? Okay. Flimp. Okay. Wie wäre es mit einer Pause? Ich bin Power Gamer. Ich zocke ununterbrochen, pausenlos und ohne Gnade. So, bevor ich da reingehe, das muss ich gleich noch machen, möchte ich mich erst hier runterfallen lassen und gucken, ob es da noch was Besonderes gibt. Denn das kann man ja nicht anders erreichen, diesen Höhlenabschnitt. Oh. Oh ja, und es ist ein Herzteil, liebe Leute. Es ist ein Herzteil. Klasse. Cool. Und es geht sogar noch in irgendeine Höhle rein. Und in dieser Höhle gibt es Feen. Oh mein Gott, Feen. Und ich habe eine aufgebraucht. Sehr schön. Ich habe eine gegessen. Ich habe ihr das Köpflein abgebissen. Und das war sehr lecker. In eine Flasche damit. Und deswegen brauche ich Feen-Nachschub. Der Fee wird es nicht so gefallen wie mir. Oh, aber sie wird so unglaublich köstlich sein. So, sonst gibt es hier nichts. Aber ich finde, das war auch Lohn genug. Und ich zerschlag noch einen Krug. Ach ja. Und jetzt können wir eigentlich zu Heras Turm nach oben flattern. Oh nee, das ist sogar der Rückweg nur gewesen. Ach, sehr schön. Sehr schön. Da muss ich überhaupt nicht flattern. Wir könnten noch in diese Richtung weiterschauen. Ich meine, es gibt hier auch noch ein paar Schätze. Schätze ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und vor allem gibt es dort sehr, sehr starke Gegner, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, diese Viecher sind die stärksten und gefährlichsten Gegner im Spiel. Finde ich persönlich auf jeden Fall. Durch diesen Feuerstrahl. Der ist schon im Originalspiel sehr, sehr, sehr stark. Kann einen innerhalb von Sekunden wirklich fertig machen. Und das traue ich mich noch nicht. Erstmal mache ich Heras Turm und werde dann vorsichtig in diesen Bereich vordringen, okay? Alles klar. Rossos Steinbruch. Ja, ja. Das ist ein erstmal optionales Gebiet. Ich glaube, später muss man hin. Das weiß ich jetzt aber auch nicht mehr so genau. So, also. Schauen wir uns das später an. Erstmal in Heras Turm hinein. Auch dort wartet etwas, das ich wirklich sehr fürchte. Nämlich der Endboss Moldurm. Das ist dieser große, komische Wurm. Der aussieht wie die kleineren, komischen Würmer. Achso, schubst mich weg. Ja, sehr schön. Und vor dem fürchte ich mich sehr. Denn der ist ein Gemeinheimer. Flipp. Naja. Item dieses Dungeons ist ganz offenbar der Hammer. Das war nicht überraschend. Okay. Und wir müssen uns vor diesen Gegnern eigentlich noch nicht so sehr fürchten, glaube ich. Okay, dann schubst mich mal hoch. Ich weiß jetzt nicht, wie schlimm es danach noch wird in diesem Turm. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber auf jeden Fall kommen wir hier dran vorbei, ohne uns groß fürchten zu müssen. Dann müssen wir uns hier hochschubbern lassen. Wie die lachen, ne? Du Trottel, du Alter. So, hier können wir, glaube ich, noch nichts holen. Dann müssten wir uns wahrscheinlich einfach hier rüberschubbern lassen, oder? Wozu sollte das sonst da sein? Aber ich bin mir jetzt... Ach ja, auf die obere Ebene. Au. Na gut. Diese Gegner hasse ich persönlich, ja? Moment mal, aber es gibt doch bestimmt Waffen, mit denen ich die...
recht einfach. Oh, das fällt einfach durch. Töten kann. Zum. Oh nein! Abgründe, meine einzige Schwäche. Scheiße. Einfach so runtergefallen. Flump. Okay, wo ist der letzte Gegner? Ne, es waren noch zwei. Ach so, einer ist runtergefallen und war deswegen nicht als tot markiert, nehme ich mal an. Ja, ja, der markiert doch nur. Flup. Yay, Herzchen. Ja, da könnte ich wohl noch weiter nach oben. Ich möchte erstmal diese Truhe haben. Ja, flump. Außerdem muss ich da gleich nochmal was testen, bevor ich irgendwas anderes mache. Und zwar, sorry Leute, ich muss mal eben hier hin. Zip. Und hier was testen. Denn hier müsste ich doch durchs Fenster können, oder? Ja, klar. Flump. Yeah, 50 Rubine erhalten. Deine Augen funkeln. Richtig geil. So, sorry, dass ich den Umweg jetzt noch gemacht habe, aber das war es ja wohl wert. 50 Rubine, dafür sammle ich mal normalerweise, ja, 5 Minuten. So, und das hat noch nicht mal 2 gedauert. Und Shrimp. Okay, wir müssen also den Turm erklimmen, so wie es aussieht. So gut habe ich das nicht mehr im Kopf. Aber ich denke mal, das werden wir schon schaffen. Gib mir noch ein Herz. Oh ja, das geht tatsächlich nochmal. Ich habe irgendwo gelesen mal, dass man hier eigentlich weniger Herzen bekommen soll. Aber ehrlich gesagt, kommt es mir gar nicht so vor. Es kam mir nicht so vor. Wer hat sich das bloß ausgedacht? Diese Lüge. Also kann schon sein, aber wenn, dann sind es nicht viel weniger. Also man kriegt schon ausreichend Herzen eigentlich. Ja, welche Seite gehen wir? Da oben ist ein Schlüssel. Wie wir daran kommen, ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Machen wir einfach so. Das ist ein kleiner Schlüssel, aber da öffnet sich auch kleinere Tür, aber die größere nicht, was? Okay, dann müssen wir, glaube ich, hier einfach runterspringen. Fjung, nochmal. Fjung, fjung, komm, sterb. Wow, von hinten, du Feigling. Okay, komm her. Moldorm-Arsch. Das sind kleine Moldorms, die heißen, glaube ich, auch so, oder? Vielleicht heißen sie ein kleines bisschen anders. Auf jeden Fall ist es aus der gleichen Familie von ekligen Würmern. So, wir öffnen die Tür. Das gönne ich Mühe. Oh, und jetzt müssen wir, glaube ich, hier um den Turm herumschlobbern. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, was wir dafür alles beachten müssen. Nicht sterben wäre auf jeden Fall hilfreich. Ja, brauche ich das? Pfung, ich nehme es mal mit. Tschüdelilip. Aufgeladen, wie ein großer. Und tschung. Bams. Nein, mein Geld, meine einzige Schwäche. Flup. Okay. Das hätten wir schon mal geschafft, noch sind wir nicht gefunden. Und jetzt weiß ich aber nicht mehr, was ich hier tun soll. Ach, ich muss hier einfach ran, oder? Ich gehe aber erstmal weiter, wer weiß, was es hier noch für Schätze gibt. Also da komme ich bestimmt insgesamt weiter. Die Herzchen hätte ich natürlich liegen lassen sollen. Ach Mann, ich bin doch ein Hunsepiepler. Ein Hunsepiepler sondergleichen. Da könnte man sich auch runterfallen lassen, sehe ich gerade. Hätte ich gar nicht von außen ran gemusst. Aber jetzt wissen wir Bescheid. Ja, das war eine Extra-Runde. Nur für euch, liebe Leute. Nur für euch. Aber das wollten wir doch gar nicht sehen. Tut mir leid. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, damit es euch Spaß macht. Ich dachte, ihr mögt vielleicht Turmkarussell. Ich drehe mich noch ein bisschen für euch. Hui, 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 hui. Ja, solche Spiele, da bin ich immer so ein bisschen ungeduldig. Lange abwarten müssen, um wieder auszuprobieren, was ich vielleicht vergessen habe. Oder, ihr wisst schon, ne? Um solche Sequenzen abzuwarten. Da bin ich nicht besonders gut drin. Aber, ist nicht zu vermeiden. Ist nicht zu vermeiden manchmal. Ah, nee. Moment, wir gehen von der Seite ran. Zup. Und jetzt bitte hoch. Oh ja, und wir haben es geschafft in den nächsten Stock. Sehr schön. Ah ja, das ist ein Stahlfoss. Nee, das ist kein Stahlfoss, oder? Das ist nur ein normales Skelett. Stahlfoss-Skelette sind ja eigentlich die härteren. Zumindest seit, ich weiß nicht welchem Zelda. In irgendeinem Zelda wurden die zu den härteren Gegnern ernannt, die man nur mit Bomben besiegen kann. So, und jetzt wollen wir mal. Ah, hui, hui. Ja, ich habe geschaltet wie ein Walter. Ah, okay. Moment mal. Hier geht's doch überall nach unten. Was meinen die damit? Hier kommen wir doch gar nicht hin. Na gut, wir werden es schon noch rauskriegen. Irgendwann bekommen wir wahrscheinlich den Kompass und dann wissen wir schon, wo hier noch fehlende Truhen sind. Hauptsache, wir überleben es am Ende. So, zum und. Yay. Du hast 5 Rubine erhalten. Sehr schön. So, dann wollen wir erstmal. Nee, ganz hoch geht's nicht. Jetzt will ich nochmal ganz kurz schauen, ob hier noch was an der Wand ist. Nee, kommen wir auch nicht vorbei. Na gut, dann gibt's nur einen Weg. Flip. Und flip. Und jetzt hier entlang geschlubbert und schon sind wir wieder draußen. Mist. Mir ist gerade mein Fahrstuhl davon gefahren. Mann. Ja, jetzt müssen wir leider wieder eine Runde drehen.
Denn, ach so, diese Fallen habe ich ganz vergessen. Ach, kacke. Das könnte natürlich sein, dass das nochmal ordentlich schief geht in diesem Spiel. Hup. Flüpp. Denn ich persönlich bin nicht extrem gut in diesen Fallenspielchen, denen auszuweichen. Okay, wir versuchen es mal über die Innenseite. Nee, ich komme nochmal an der anderen Seite raus. Ich weiß, da ist schon wieder was, ein Weg nach oben gewesen. Aha. Ach Mist, ich weiß nicht, ob ich hier lieber fahren soll. Okay, okay, das war ein Fehler. Ich fahre lieber zurück. Ich fahre lieber zurück. So. Ich glaube allerdings, ich habe sowieso schon vermasselt hier. Also da ging es nicht weiter. Ah, doch, ich kann sogar hier hoch. Na super. Dann war das sogar einfacher, als ich dachte. Ich hoffe nur, ich habe nichts übersehen. Ich fahre trotzdem gleich hier nochmal an der Turmwand entlang, weil es geht. Ihr wisst ja, wenn es geht, dann sollte man es auch versuchen. Ah ja, guck mal. Guckt mal. Da haben wir doch schon zumindest eine Kleinigkeit gefunden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier noch weiter testen sollten. Geht auch. Aber ich glaube, das ist nur der Rückweg. Deswegen sollten wir das lieber lassen. Pfump! Und uns wieder nach oben feuern lassen. Du bist gefeuert! So. Ah ne, erstmal hier Energie abwarten. Wir sollten nicht zu ungeduldig sein. Liebe Leute, seid doch nicht so ungeduldig. Das geht einfach nicht. Achso, ich habe den Kompass schon. Hä? Wieso sehe ich denn hier die Truhe? Habe ich jetzt völlig nicht bemerkt, dass ich den offenbar schon habe. Okay. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier weiter. Oh oh. Oh oh, das könnte... Das war natürlich ein Fehler. Na toll. Na toll. Na toll, oh lol. Oh oh. Das war sogar ein großer Fehler, wie es aussieht. Dann warte ich mal kurz den Fahrstuhl da unten ab und probiere es nochmal. Ja, so gut kenne ich das Spiel nun wirklich nicht, dass ich das noch wüsste. Geh schon hoch. Oh, das war aber knapp. Das war aber heiß. Uiuiui. Und schupp, schnell hoch. Jawohl, gerade so geschafft. Und wir sind wieder am Ziel. Ich glaube, hier war jetzt nichts. Das hatte ich alles untersucht. Deswegen kann ich jetzt reingehen. Oh, und es sieht nach Skelettkampf aus. Fung, fung. Na komm, sterbt schon. Und zwar alle. Ich hasse Skelette. Na, obwohl, ich habe auch eins. Eigentlich mag ich sie. Oh, das sind die Werfenden. Uiuiui. Dann sollte ich lieber mit einem Bogen auf sie ballern. Denn dann werfen sie offenbar nicht. Und den letzten machen wir so. Oh, krass. Hab nicht gedacht, dass der mehr als einen Wirbelschlag überlebt. Na gut, hat er aber. Hat er aber. So, und damit hätten wir den Mittelkampf geschafft. Und kommen weiter nach oben. Eieiei. Wer hätte gedacht, dass das nochmal so spannend wird? Kann man da auch unten rein? Nee, kann man nicht. Okay, na gut, dann eben nur oben. Dann eben nur nach oben, meine lieben Leute. Aber ihr seht, wir haben hier in dem Raum noch eine Truhe und einen Schlüssel. Und das wollen wir natürlich haben. Swim! Okay, ist der tot? Nee, auch nicht. Also, ich weiß nicht, wie man diese Dinger am besten besiegt. Ah ja, okay, hier springen wir uns nach unten offenbar. Aber erstmal möchte ich diese Feinde hier loswerden. Das sind nämlich meine Hassfeinde. Die roten sind besonders schlimm. So, ich glaube, hier müsste irgendwo schon der Schlüssel sein. Nee, die Truhe ist da, glaube ich. Probieren wir es einfach mal. Flimp! Ach, die Truhe. Okay. Alles klar. Und wir kommen sogar direkt wieder hoch. Das ist aber nett. So, einmal... Oh, einmal hochgesprengt offenbar. Ich wollte eigentlich nur draufhauen. Den Bogen rüste ich ungern weg. Okay, dann schieß mich mal. Flump. Oh yeah. Das hat Spaß gemacht. Das war voll schön. Pum. Oh, ach, damit kann man sich auch runterhalten. Hauen. Schön. Dann haben wir den Schlüssel jetzt nämlich auch. Und wir kommen... Aua, weiter. Zug. Lass mich auch, mein Freund. Flump. Okay. Haha. Alles klar. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Ja, plump. Gucken wir einfach mal. Oh ja, noch ein Gegner. Ein Feind sozusagen. Du bist der Feind. Bumm. Ja. Ich werde mal ganz kurz hier schauen, ob ich hier oben... Ey. Hier oben noch irgendwas finden kann. Von Bedeutung. Aber ich glaube... Och doch, das sieht fast so aus. Denn hier wird noch eine Truhe angezeigt. Aber wo und warum? Ach so, da muss ich wahrscheinlich wieder an die Außenwand. Das probieren wir einfach mal aus. Eine Wand. Ja, ja, das ist so nur wieder die Außenwand. Irgendwie muss ich da hinkommen. Fährt denn hier etwas entlang, liebe Leute? Ah ja, es tut. Es tut. Oh oh. Ach nee, Sprungspielchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Scheiße.
Sprungspielchen, meine einzige Schwäche. Okay, wir warten mal ein bisschen ab. Ich denke, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt. Und... Fump! Ja, das hat geklappt. Aber das war doch gar nicht, was ich wollte, oder? Ich wollte doch... Oh, Hilfe! Noch mehr Sprungspielchen, meine einzige Schwäche. So, ich möchte erst diese Truhe haben. Und dann muss ich das wohl nochmal machen. Ja, den Trank da brauche ich nicht, der da liegt. Okay. Ach so, die Sprungspielchen, die eigentlichen Sprungspielchen sind das, was ich sowieso machen muss, wa? Ja, sieht so aus. Flump. Ach, guckt mal, wie ich das gerade wiederbelebt habe. Also wiederbelebt. Die Dinger kamen einfach wieder. Ich bin nur raus und rein. Zack, zack, zack. Und es ist wieder voll. Ist ja crank. Okay. Und zum. Okay, und jetzt bitte schießen. Yay. Oh, jetzt bist du mir weggefahren. Nicht yay. Okay, hier scheint nichts Besonderes. Obwohl. Nee, ich glaube es eigentlich nicht mal unbedingt. Ein Gegenstand gab es hier wieder nicht, aber ich glaube, in den ersten drei Dungeons gibt es auch keine. So wie ich das gerade erfahre. Okay, okay, alles klar. Und schießen bitte. Pum. Oh ja, das hat sogar gepasst. Gibt es hier noch irgendwas am Rande? Nö. Okay, dann gehen wir einfach mal. Was ist passiert? Oh mein Gott, ist hier jetzt schon der Boss? Nee, noch nicht. Oh nee, etwas viel gefährlicheres. Ich werde mal einfach so machen und hoffe, dass das ausreicht. Ich habe ganz vergessen, dass es solche Räume hier gibt. Aber es hat geklappt. Huh, ein Glück, ein Glück. Es ging alles gut und wir haben sogar ein paar Feen noch darunter. Ich weiß jetzt nicht, ich guck mal kurz. Ah, ich muss dahin. Ich muss dahin. Da gibt es wohl eine Truhe. Okay, flump. 50 Rubine erhalten. Deine Augen beginnen zu funkeln. Die Feen lasse ich erstmal in Ruhe. Denn ich wollte nur die Truhe. Und jetzt gehe ich nach oben. Oh, ey. Scheiß Arsch. Mann. Mann. Kacke. So. Dann warte ich jetzt halt ab. Das schaffe ich nicht schnell genug, da dran zu kommen. Hm, ich mache ein bisschen Wandkram. Na gut, gibt es keinen Wandkram. Gut. Dann gehen wir nach oben. Und sind im 9. Stockwerk. Oh, es gibt aber 10. Wow. Wow. Scheiße. Mit solchen Gegnern habe ich nicht direkt gerechnet. Sure. Okay, so gehen wir mit einem Schlag tot. Ah, das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Zip. Stirbt einen langsamen Grau. Mann, nicht zum Moldorm. Hilfe. Oh, war das Absicht? Also, von denen? Das, also, hä? Soll ich hier hin? Ja, wahrscheinlich schon. Sonst wäre es ja nicht so. Trotzdem, ich war überrascht. Nochmal. Ja, mehr Herzchen. Gebt mir alle Herzchen. Wow. Mehr Moldorms. Gebt mir alle Moldorms, die ihr habt. Okay. Alles klar. Und damit geht's wieder hoch. Okay. Ja, komm nur her. Ein Swim. Der sollte für immer tot sein. Achso, und jetzt muss ich einfach hier alle... Ach man, ich bin doch auch zu blöd. Flump. Nochmal. Brink. Okay, ja, ich muss einfach nur alle Schalter aktivieren. Machen wir es einfach mal so. Gehen die auf Zeit? Nee, tun sie nicht. Sehr schön. Okay, lass mich direkt da drauf. Achso, ich dachte, der fährt vielleicht so nochmal hoch und dann kann ich noch ein Stockwerk mehr machen. Aber kann ich wohl nicht. So, okay. Er scheint mir jetzt nicht wie das Schlimmste der Welt hier. Flump, eher harmlos. Und wir sollten den großen... großen Schlüssel erhalten, damit kannst du die große Tür öffnen. Super geil. Und jetzt erwartet mich der Tod. Der Tod, meine lieben Damen und Herren. Schrecklich, grausam, furchtbar. Flump. Dum, 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 dum. Oh ja, das war aber knapp. Gut, ich werde nicht nochmal geheilt. Ich überlege mir gerade... Nein, wir machen es direkt. Wir machen es direkt. Wir sind ja nicht feige, stimmt's? Ich wollte mir gerade überlegen... Oh, die Musik hört sogar hier auf. Ach nee, sie hört nicht auf. Sie wird nur ganz, ganz leise. Jetzt muss ich nochmal kurz... Nee, geht nicht. Ach, ich hätte mir fast überlegt, ob ich nochmal eine Fee von unten hole. Aber ich bin tapfer genug. Ah, ich kriege auch noch ein Herz. Sollte ich mir aufbewahren. Ach so, muss ich da hoch oder was? Dann husch nochmal zur Seite. Flump. Sollte ich... Ich guck hier erstmal, was es hier sonst noch gibt. Ich schätze mal... Aha, nur Herzen. Das heißt, das ist vielleicht der Raum, in dem ich lande, wenn mich Moldorm runterschubst. Oh Gott, ich habe Angst vor diesem Boss. Ich habe Angst vor diesem Boss. Ach so, und ich habe ja auch gar nicht den Typ mit der Milch gefunden. Ist mir ganz entgangen. Und das ist Moldorm. Zum. Okay. Wir verstecken uns so ein bisschen.
Zum. Wo ist er? Wo ist er? Der wird ja immer schneller, wie ihr wisst. So, jetzt sollte er schon eine Phase schneller sein und wir warten ab, bis er sich weggedreht hat. Eieiei. Weg! Ja, einen Treffer haben wir noch. Und zwipp. Jetzt ist er in seiner schnellsten Form, glaube ich zumindest. Wow, fast erwischt. Oh, 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 oh. Ich hasse diesen Boss. Ich hasse ihn einfach. Ja, wir haben ohne einen Treffer. Wow. Ein Glück. Oh, mein Herz. Ich weiß nicht. Ich schätze mal, er wird eher einen Herzschaden machen, wenn er einen trifft. Das bedeutet, zwei Treffer hätte ich ausgehalten. Danach wäre ich tot gewesen. Puh. Alter Verwalter, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin fast ein bisschen stolz. Fast ein bisschen stolz. Ein Herzcontainer, du erhältst ein weiteres Herz und deine Lebensenergie wird komplett aufgefüllt. Geil. Puh, was für ein Glück. Denn Moldorm ist schon als normaler Gegner ein Hassgegner von mir in A Link to the Past, weil er einen immer runterschubsen kann, aber... Ah, du hast das Amulett der Kraft erhalten, du fühlst dich schon viel kräftiger. Aber hier, wo er vermutlich einen enormen Schaden raushaut, da hat er mir wirklich ein bisschen Angst gemacht. So, und damit sollten wir alles haben, um das Master-Schwert zu pflücken. Gyrex, Gyrex. Gut gemacht, Gyrex. Du hast das Amulett der Weisheit und das Amulett der Kraft erlangt. Du hast alle drei Amulette errungen und so deinen Wert als Held bewiesen. Nun ist es dir möglich, das Bannschwert des Bösen zu erlangen, das Masterschwert. Ich frage mich, ob sie inzwischen bereuen, dass sie das so genannt haben. Gehe nun, Kyrex. Das Masterschwert befindet sich tief im Wald. Gehe und erlange das Schwert, um das Böse zu besiegen. So spricht Sahasrara. Sehr, sehr geil. Cool, wir haben das wirklich so geschafft. Meine Fresse. Das war aber, finde ich, dann doch ein bisschen spannend. Hab noch keine Fee aufgebraucht dafür. Da war der Weg zum Todesberg tatsächlich noch tödlicher. Und ich würde sagen, für den heutigen Part muss das auch ausreichen. Ich habe gespeichert, ich bin glücklich. Als nächstes pflücken wir das Masterschwert und gucken, wie es weitergeht. Und ich kann euch sagen, es wird nicht schön werden. Es wird wunderschön. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, wenn ich könnte, aber ich habe leider viel zu kurze Arme. Deswegen kann ich nur sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal, falls ihr wollt, liebe Leute.